Nun, es ist Sonntag, der 25. August, 8 Uhr und ich bin gerade eben von der Gamescom zurückgekommen. Da alles noch relativ frisch ist, werde ich euch jetzt erzählen, wie es war. Also war ich das zweite Mal auf der Gamescom. Diesmal mit einer Mission. Die Mission, die Messe so zu erkunden wie noch nie zuvor. Ich wusste, das wird nicht einfach. Und ich wusste, dass ich dazu Begleitung brauche. Sarah und Caro von der Fun-Community. Wir wussten, es wird nicht einfach. Keine Massage, viele Leute, viel Laufen. Aber das war uns egal. Denn wir wussten, es wird ein mega geiles Erlebnis. Als wir einen groben Überblick über die Messe hatten, gingen wir zum Fantreffen von Funk Royal, um uns dort eine Umarmung und ein Autogramm zu sichern. So, nach der langen Schlange von Funk wollte ich eigentlich nochmal bei Gronkh vorbeischauen. Auf dem Weg jedoch ging ich beim Cosplay Village vorbei, was mir einfach die Sprache verschlagen hat. So viele wirklich gute Cosplayer an einem Fleck sieht man wirklich sehr, sehr selten. Und plötzlich standen da Tommy Krabbeis und Kavau-TV auf der Bühne, während sie die halbe Gamescom erlaubten. Da ist er, derjenige, der für seine Fans jede Gamescom 9 Stunden lang Autogramme gibt. Gronkh, zusammen mit den Zwillingen. Auf der Gamescom treffe ich meistens sehr gute Freunde, besonders weil man sich nur einmal im Jahr sieht. Besonders wegen der Entfernung und wegen des Geldmangels. Aber das könnte sich bald ändern. Nun hatte ich also neue Begleitung. Wir gingen also gemeinsam los, um die Gamescom noch ein bisschen weiter zu erkunden.
Wir kamen in die Merchandise-Halle, wo es so unglaublich viele Sachen gab, von so vielen Franchises. Ich wollte am liebsten alles haben. Schlussendlich fanden wir den Jackpot. Gudetama, oder besser bekannt als Airanga. Wir mussten uns einfach einige kaufen. Wir lieben diese Dinger einfach. Ja. Ja, herzlich willkommen zum Unboxing. Oh, wie geht das Ding auf? Das sieht sehr gut aus. Oh, habe ich euch jetzt aufgehalten. Na dann, weiter geht's. Abschließend kann ich sagen, dass es eine wundervolle Zeit war. Ich konnte zwar kaum Games anspielen, weil ich sehr viel gefilmt habe, aber trotzdem hat es mega Spaß gemacht. Ich habe viele Freunde wieder getroffen und neue Menschen kennengelernt. Ich konnte einige YouTuber und Streamer sehen und mich bei ihnen persönlich bedanken. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt für mich, auf die Gamescom zu gehen. Viele sagen ja immer, es soll bei der Gamescom um Spiele gehen. Ich denke aber, man sollte auch dankbar gegenüber denjenigen sein, die einen das ganze Jahr über den Tag oder den Abend mit ihren Videos verbessern. Die Videospiele, die kommen nicht zu kurz. Denn die sind der Grund, warum wir uns alle auf dieser Messe kennengelernt haben und getroffen haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist mal etwas anderes. Und zusätzlich möchte ich noch etwas sagen, denn vom 4. bis zum 6. Oktober ist die MAG Erfurt. Da werde ich wahrscheinlich auch sein. Und ja, wenn ihr nochmal so eine Art Video möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare und lasst auch gerne eine Bewertung da. Ich bin damit mal raus und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Mittag, Morgen oder Abend, was auch immer. Ja, tschüss. Und ich gehe jetzt erstmal pennen, ey.